Hallo, 9.3.2021. Ich möchte heute noch mal Medienhinweise geben auf zum einen den Bushimo vom 7.3. Den kann man sehen auf Telegram oder auf Library TV. Der ist sehenswert, weil der zeigt und erklärt etwas über die dunklen Seiten der deutschen Medizingeschichte. Und der macht das deutlich anhand von einem Video von Scheibenwischer. Das ist so ein Kabarettist aus den 80er Jahren und der hat ein Stück damals gemacht, wo der ganz viel erklärt hat über die dunklen Seiten der Medizingeschichte in Deutschland. Und das hat der Bushimo aufgegriffen. Das ist absolut sehenswert. Der andere Medientipp, das sind eigentlich mehrere Tipps. Das sind immer wieder die Sitzungen vom Corona-Ausschuss. Und ich habe sowohl die Sitzung 30 sehr interessant gefunden, wo Professor Hockerts etwas über die Studienlage dieser RNA-Impfung erzählt und auch über mögliche Nebenwirkungen. Dann habe ich die Sitzung 37, ich schreibe das alles unten rein, wo diese Frau Professor, nee, die ist nicht Professor, Frau Dr. Vanessa Schmidt-Krüger oder Krüger-Schmidt, die hat auf jeden Fall in der Sitzung 37 ganz ausführlich, ich schreibe die Zeit genau rein, erzählt über die Nebenwirkungen der RNA-Impfung und dann jetzt ganz aktuell die Sitzung 40 Teil 2 vom Corona-Ausschuss. Da, das nennt sich Recall International, diese Sitzung. Da spricht ein israelischer Anwalt über die Situation in Israel im Moment und das ist auch absolut hörenswert, weil man das woanders nicht erfährt und deswegen lohnt sich das, besonders diese Sitzung 40 zu gucken, wo dieser israelische Anwalt spricht, wie aktuell in Israel geimpft wird und erschreckend kann ich nur sagen. Also guckt euch die Sachen an, dass ihr, sag ich mal, umfassend informiert seid über die Impfungen, wie die durchgeführt werden und was Professoren und Doktoren dazu zu sagen haben und auch ein Anwalt. In dem Sinne, alles Liebe.